Hey Leute! Ein neues Video vom Miraculous News Network ist erschienen, in dem Linda Lee den englischen Synchronsprecher von Luca, Andrew Russell, interviewt und dabei ist etwas ausgesprochen Interessantes herausgekommen. Zunächst wurde ihr gefragt, ob es denn mehr Musik von Luca in Staffel 4 geben wird, was er natürlich mit Ja beantwortet. Ob er sogar singen wird, das wollte er nicht verraten, ebenso wenig, ob er im kommenden Miraculous-Film mit dabei sein wird, aber auf alle Fälle wird es neue Gitarrenstücke in Staffel 4 von ihm geben. Eine weitere Frage war, was er persönlich denn von den ganzen Chips am besten findet. Also Luca mit Marinette, Luca mit Chloe oder aber Luca mit Kagami. Seiner Meinung nach ist er 100% für Luca und Marinette. Aber nicht vergessen, nur weil er das gerne sehen möchte, heißt das nicht, dass es so kommen wird. Es könnte so kommen, aber es muss auch nicht so kommen. Er fügt allerdings auch hinzu, dass er sich das mit Chloe und Kagami schon vorstellen könnte, es da aber aus seiner Sicht etwas mehr Arbeit bräuchte, damit es funktioniert. Um aber gleich auf den interessanten Punkt zu kommen, tatsächlich sagte Linda Lee hier, dass Lukas Beziehung zu keinem anderen als zu Jagged Stone geleakt wurde und offenbar in der vierten Staffel herauskommen wird, dass Luca und seine Schwester Julika die Kinder von Jagged Stone sind. Na, das dürfte eine ziemlich große Sache werden, wenn man bedenkt, was für ein großer Fan Luca von Jagged Stone ist. Ehrlich gesagt, habe ich mir da nie wirklich große Gedanken zu gemacht. Erst jetzt, wo das aufkommt, stimmt schon irgendwie. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Von den bunten Haaren mal ganz abgesehen. Lustig fand ich vor allem die Reaktion des Synchronsprechers, wie er da die Augen aufreißt, als Linda Lee das sagte. Da könnte man fast meinen, ihm hätte niemand gesagt, dass das schon verraten werden darf. Na, jedenfalls wird er anschließend noch gefragt, wie das denn ausgehen könnte, wo das Gerücht aufkam, dass Luca am Ende der vierten Staffel die Stadt verlässt, um mit Jagged Stone auf Reisen zu gehen. Natürlich konnte er hierzu nichts Näheres sagen, auch nicht dazu, wie Luca auf diese Tatsache reagieren würde, dass er nun plötzlich berühmt ist, aber was er immerhin sagte, war, dass Luca aus seiner Sicht nicht die Art von Person ist, die sich wegen so etwas großartig aufplustern würde. Luca wären vermutlich seine Familie und Freunde wichtiger als Ruhm und Reichtum. Denke mal, da kann man vorsichtig vermuten, dass uns Luca noch eine Weile erhalten bleibt, statt Paris zu verlassen. Man darf gespannt sein. Wie immer am Ende eines Videos nochmal einen riesen Dank an alle, die diesen Channel unterstützen, sei es durch ein Abo, Likes und Kommentare. Und ganz besonders dankbar bin ich natürlich allen Kanalmitgliedern, die mit ihren Spenden eine besonders große Stütze sind. Dazu gehören voran meine Sternmitglieder Gamerlife, Gilly und Pandachan. Sowie meine legendären Mitglieder Taxi Taxi MG, Nanami Katze, French, LSR und Leonghang Live. Ebenso einen riesen Dank an meine mystischen, sagenumwobenen und Supermitglieder. Das wär's es mal und wie immer, bis zum nächsten Mal.